Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Geißböcken vom 1. FC Köln. Und das, was ihr hier gerade seht, das passiert, wenn man eine Minute oder so im Karrieremodus gar nichts macht, denn dann gibt es so eine kleine Stadionfahrt, wie ich gerade eben selber festgestellt habe. Leider steht da unten rechts Waldstadion. Ich hoffe ja immer noch, dass wirklich die ganzen Stadien, die ich per Hand umbenannt habe, auch wirklich umbenannt wurden. Das sehen wir allerdings wahrscheinlich dann erst vor dem ersten Spieltag. So, dann drücke ich mal irgendeine Taste, damit wir wieder ins Hauptmenü zurückkommen. Beim letzten Mal haben wir ja schon ein paar Spieler verkauft, nämlich den guten Svento, Simon Zoller und auch noch Ries Exlager wechseln alle in die zweite Liga, was unser Transferbudget ein bisschen aufgestockt hat. Und wir hatten ja im letzten Transferpart einige Anfragen rausgehauen und einige Scout-Berichts gelesen. Und heute wollen wir tatsächlich mal damit anfangen, auch ein paar Angebote zu verschicken. Leider sind noch nicht alle Scout-Berichte durch. Ein bisschen warten müssen wir also noch, aber halb so wild. In der Zwischenzeit habe ich offscreen noch zwei Spieler auf die Wunschliste hinzugefügt, die von euch vorgeschlagen wurden und die ich auch ganz interessant finde. Zum einen er hier, Moussa Konaté vom FC Sion aus der Schweizer Liga. 22 Jahre jung, ein Senegalese, den ich habe scouten lassen, beziehungsweise er wird gerade gescoutet. Können wir ganz kurz in seine Statistiken gehen. 4 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegung. Er ist auch meiner Meinung nach, Lukas Bahnsen war es übrigens, der ihn vorgeschlagen hat, auch meiner Meinung nach ein sehr interessanter Mann, aber für den Sturm, da sehe ich momentan nicht unbedingt den Handlungsbedarf, da wir vermutlich wirklich mit einem 4-5-1-System spielen werden. Dennoch wollte ich ihn auf jeden Fall mal mit auf die Liste nehmen. Und der andere, ein alter Bekannter aus der Fußball-Bundesliga, schon ein bisschen älter mittlerweile, 34 Jahre alt, aber die Dortmunder Fans werden ihn wahrscheinlich nie vergessen. Tomasz Rosicki, genannt Schnitzel, mittlerweile 34 Jahre alt. Aber er ist vor allem auch ein Standardspezialist. Natürlich schon etwas älter und erfahrener, ganz klar. Aber beide Arbeitsraten hoch, was mir persönlich schon immer sehr gut gefällt. Leider verletzungsanfällig, aber es ist halb so wild. Für ein, zwei oder sogar drei Saisons könnte man ihn durchaus noch holen. Allerdings glaube ich, er hat laut dem FCK-Fan, der ihn vorgeschlagen hat, hat er noch eine Gesamtbewertung von 80. Dementsprechend wird vor allem das Gehalt auch ganz schön happig sein, denn er spielt ja immer noch bei Arsenal London, bei den Gunners, unter Arsene Wenger. Und dementsprechend wird er natürlich auch ganz gut verdienen. Dennoch lasse ich ihn auch beobachten und sein Vertrag läuft auch noch aus. Mal gucken, aber ich glaube, das wäre eher unrealistisch. Aber eine Anfrage habe ich auch schon rausgehauen, genauso wie bei Konaté. Mal gucken, was die Vereine dazu sagen. So, wieso gehe ich eigentlich von der Wunschliste raus? Hier wollte ich doch eigentlich genau hin, denn ich kann jetzt die ersten Anfragen so langsam raushauen, beziehungsweise die ersten Angebote. Und zwar suchen wir bekanntlich für die rechte Seite einen. Und die beiden ersten hier sind immer noch so meine Wunschkandidaten, John Zimmer und Timothy Castagnier. Haben beide ungefähr laut ihrem Verein den gleichen Marktwert. Und wir hauen erstmal die ersten Angebote einfach raus. Und wir fangen erstmal so ganz gemütlich an. Der Geschäftsführer sagt hier auch, sie haben sich nach diesem Spieler erkundigt. Sein Wert scheint um die 4,5 Millionen Euro zu liegen, aber vielleicht ist er auch für weniger zu haben. Und das wollen wir natürlich auch probieren. 2 bzw. 3 Jahre Vertrag hat er noch. Essentieller Stammspieler beim FCK. 4,5. Wir fangen ihn wirklich erstmal ganz vorsichtig an. Für 2 Millionen werden wir ihn nicht bekommen, das ist mir bewusst. Aber ich möchte wirklich erstmal so ein bisschen die Grenzen austesten. Und auch ein bisschen schauen, wie sich die KI-Gegner hier, was eben diese Angebote angeht, verhalten. Castagnier ist ein bisschen schwächer, hat aber auch weniger Gehalt. Aber auch einen guten Potenzialwert. Und bei ihm wollte ich nur eben nachschauen. So, ob er auch im rechten Mittelfeld spielen kann. Kann er nicht. Aber er hat beide Arbeitsraten hoch. Was mir, ich habe es vorhin schon bei Rosicki angesprochen, sehr gut gefällt eigentlich.
Ich sag mal, wenn wir ihn für 2 Millionen bekommen, würde ich ihn schon fast so ein bisschen Zimmer vorziehen. Er ist auch noch 2 Jahre jünger, aber nur ein Stärkepunkt schlechter. Auch bei ihm machen wir mal das erste Angebot und auch bei ihm fangen wir mal mit 2 Millionen Euro an. Was höchstwahrscheinlich aber nicht klappen wird, ist mir ganz bewusst. So, Lukas Klostermann. Laut Leipzig nur 2,1 Millionen Euro wert, also ein bisschen preiswerter, auch erst 19 Jahre jung. Natürlich auch ein sehr schneller Spieler. Mal kurz in seine Statistik gehen. Er müsste auch in der Innenverteidigung spielen können. Genauso ist das. Der deutsche U21-Nationalspieler. Haben sich einige gewünscht, aber die ersten beiden genannten würde ich da schon etwas vorziehen. Paslak, das Supertalent vom BVB, lassen wir erstmal außen vor. Bei Julian Korb möchte ich es auch einfach mal probieren. Er hat schon eine Gesamtbewertung von 75. Könnte natürlich Champions League spielen für Mönchengladbach, aber ich möchte da auch einfach mal eine Anfrage raushauen. Fangen wir da mal bei 3 Millionen Euro an. Aber das mache ich eigentlich nur scherzeshalber. Das wird höchstwahrscheinlich eigentlich nichts. So, dann kommen wir zu den Innenverteidiger-Talenten. So, da haben wir ja einige. Pedro Jaramel brauchen wir, denke ich, nicht. Ich lasse ihn nochmal auf der Wunschliste, aber da möchte ich eher noch einen Nachwuchsspieler ranholen. Marc-Oliver Kempf ist mir da schon fast ein bisschen zu teuer. Da möchte ich wirklich nur einen jungen Backup haben. Gideon Jung wäre da auf jeden Fall eine Alternative, genauso wie Gökhan Gül. 57er Bewertung, den könnten wir allerdings nur ausleihen, genauso wie Lukas Böder von Bayer 04 Leverkusen. Und dann hätten wir noch Jonas Hörenbach. Auch den könnten wir nur ausleihen. Möglicherweise mit einer Kaufoption. Und wenn man nach der Philosophie, Transferphilosophie des 1. FC Köln geht, wäre, denke ich, Gökhan Gül der realistischste. Denn er spielt beim VfL Bochum ganz in der Nähe hier in Köln. Na, nicht ganz in der Nähe, aber halt ungefähr im Umkreis. Ich schätze mal von 50, 100 Kilometern oder sowas. Und er wäre auch nicht der Erste. Er steht auch auf der Leihliste. Und er wäre auch nicht der Erste, der vom VfL Bochum zum 1. FC Köln wechseln würde. Wir kontaktieren mal den VfL für eine Leihe. Am besten gleich für 2 Jahre, würde ich sagen. Natürlich mit einer Kaufoption. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir da ansetzen sollen. 2 Millionen Euro. Probieren wir das mal. Der Vorstand wird nicht gestatten, dass sie so viel für diesen Spieler anbieten. Okay. Ja, aber wir bieten ja gar nicht so viel. 1 Million? Du willst mich verarschen. Wir dürfen keine Kaufoptionen anscheinend setzen, die wahrscheinlich einen Dreifachen oder das Dreifache des Marktwertes überschreiten oder sowas in der Richtung. Ja, gut. Sagen wir mal 700.000. Irgendwann müssen sie doch ja sagen. Was sag mal? Eine halbe Mille? Aber das würde der VfL Bochum ja dann. Okay, das hat geklappt. Aber das wird der VfL Bochum, wenn sie einigermaßen intelligent sind, doch niemals machen. Okay, probieren wir es einfach mal. Für 2 Jahre. Fürnbach, Böder wären dann noch die Alternativen, genauso wie Gedeon Jung. Dann machen wir weiter mit der linken Seite. Da haben wir entweder Robertson, Jocciak oder Jocciak, ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Momentan keine Alternative, da er erst frisch gewechselt ist zum FC St. Pauli. Eppstein habe ich einfach nur der Sympathie wegen drauf. Deswegen sind die beiden nennenswerten Alternativen hier für die linke Seite. Schlupp mit einer Stärke von 69 und Robertson, der bereits eine 73 und ist auch noch ein Jahr jünger. Wobei Schlupp der wohl realistischerer Transfer wäre. Ich habe irgendwie heute einen Sprachfehler. So. Dennoch möchte ich mal bei Robertson anfragen. 8 Millionen Euro Marktwert soll er haben, laut Hull City. Aber wir probieren es einfach mal. Hier fange ich mal ein bisschen höher an als bei Zimmer und Castagné und sagen mal 3,5. Das werden die Tigers auch niemals machen. Deswegen wird der Transfer wahrscheinlich auch nicht über die Bühne gehen. Deswegen sollten wir uns umso mehr um Jeffrey Schlupp von Leicester City
aus der Premier League halten und bemühen. Anfrage hatten wir ja schon, deswegen kontaktieren wir Leicester, die Füchse, für einen Kauf. Jeffrey Schlupp, ja, Deutsch-Ghana, in Hamburg geboren, also wäre jetzt nicht unbedingt so, dass er sich komplett neu in Deutschland orientieren müsste. Rolle im Kader nur sporadischer Spieler und gehaltstechnisch kostet er auch nicht so viel. Hat nur 4 Jahre Vertrag bei den Engländern. Marktwert 2,6 angeblich. Da machen wir dann mal die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr, 1,4 Millionen Euro. Versuchen wir mal, Leicester City davon zu überzeugen, ihn an uns abzugeben. So, dann gehen wir weiter hier in die offensive Mittelfeldabteilung. Pione Sisto natürlich auch einer meiner absoluten Wunschspieler. Aber der wird wahrscheinlich nicht zu bekommen sein. Aber auch da einfach mal ein Angebot raushauen in Höhe von 3,5 einfach mal. Essentieller Stammspieler beim FC Midtjylland aus der dänischen Liga. Dann Boubacar Berry vom KSC, Gesamtstärke 62 momentan. Auch ein großes Talent, wäre unter 1 Million Euro zu haben. Marius Wolf hat eine 65, ist ein Jährchen älter. Und dann haben wir natürlich noch Luis Schaub. Er wäre natürlich die erste Alternative für das ZOM, hat eine Gesamtstärke von 72. Und ich glaube, er ist auch mein Wunschkandidat, denn das mit Tomasz Rosicki wird höchstwahrscheinlich nicht klappen. Machen wir hier auch mal ein erstes Angebot, 2,25 Millionen Euro für den österreichischen U21-Nationalspieler von Rapid Wien. So, haben wir da auch das Angebot raus, Gaudino. Auch relativ günstig für Bayern-Verhältnisse, muss man sagen. Aber brauchen wir dann noch einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler? Sollte Schaub kommen? Da wir im 4-5-1 spielen, wäre es zwar nicht schlecht, aber ich glaube, da hole ich dann lieber noch einen jüngeren Backup. Okay, Gaudino ist natürlich jung und wäre ein Backup, aber er ist, glaube ich, dafür dann doch ein bisschen zu teuer. Bei Barry wollte ich schauen. Kann er auch im Zentralen spielen? Er kann auch ZOM spielen. Das ist gar nicht so verkehrt. Stärke nur 48. Wie groß ist denn der? 1,82. Dafür hat er ganz schön wenig Muskelmasse. Der gute Boubacar. Aber gucken wir erstmal weiter. Denn Donk haben wir noch nicht fertig gescoutet. Das wäre natürlich auch noch eine Alternative. Levi Fair, ein absoluter Wunschkandidat, aber der wird deutlich zu teuer. Akbar Akpro wird auch noch gescoutet, genauso wie Pascal Groß, der aber wohl ein bisschen auch zu teuer wird. Moritz Leitner eventuell auch noch eine Möglichkeit. Da könnte es aber wohl möglich am Gehalt scheitern, denn die Spieler beim BVB verdienen ein bisschen mehr als die beim 1. FC Köln. Und auch Toni Vehena, dessen Vertrag ausläuft, ist auch noch eine Variante. Da biete ich einfach mal 2 Millionen Euro. Der Mann von Feyenoord Rotterdam muss auch noch fertig gescoutet werden. Da müssen wir noch ein paar Tage in-game abwarten. Edo Nussi natürlich auch höchst interessant, denn, das habe ich erst später gesehen, angeschnittener Schuss und Flair als Eigenschaften. Und schaut euch das mal an. Spezialbewegung 5 Sterne, schwacher Fuß 4 Sterne, kann links, rechts und auch in der Sturmmitte spielen. 1,78 groß. Warum nicht? Und seine körperlichen Attribute sind richtig, richtig gut. Mohamed Elionussi von Molde FK aus Norwegen gilt als der beste Fußballer seines Landes. Podolski momentan kein Thema, genauso wenig wie Clemens. Kikuta Mané sollten alle Stricke reißen. Ich möchte erstmal für Elionussi ein Angebot machen. Sollten alle Stricke reißen, können wir auch noch für Mané ein Angebot machen. Aber jetzt erstmal für Elionussi, Gesamtstärke 71. Fangen wir mal an mit 1,8 Millionen Euro. Es soll ja noch ein bisschen Verhandlungsspielraum bestehen. So, Podolski, Clemens, wie gesagt, momentan uninteressant.
Dann will ich noch gerne ein junges Backup, ein junges, einen jungen Backup für die offensive Mittelfeldzentrale holen. Das sind Eggestein, Henrichs und Ferrati, die da zur Auswahl stehen. Holtby, ja, den können wir erstmal auf der Wunschliste lassen, aber momentan kein Thema. Eggestein 59er Bewertung, Henrichs 58, Ferrati 58, wobei Ferrati der jüngste von denen ist. Aber ich glaube, sein Vertrag lief aus, ne? Genau. Steht aber trotzdem auf der Leihliste. 1,68 klein. Ich glaube, hallo, kann ich mal ins Menü? Danke. Aber er müsste ein Deutscher sein, ne? Genau. 3 Sterne, schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegung, ein Linksfuß. Mal kurz die Werte von den dreien durchgehen. Das ist Henrichs von Bayer Leverkusen. 4 Sterne schwacher Fuß. Kann nur im ZOM spielen. Hatte Ferrati noch eine andere Position? Nein, der auch nur ZOM. Und Maximilian Eggestein. Oh, der muss sich körperlich noch ein bisschen entwickeln. Dafür bei den Fähigkeiten ein bisschen stärker als die ersten beiden. Dafür hat er Spezialbewegung nur 2 Sterne und Arbeitsrate defensiv niedrig. Das mag ich ja überhaupt nicht. Und er hat ganz schöne Segelohren, by the way. Dann wird es wohl wahrscheinlich doch einer der beiden hier. Benjamin Henrichs oder Arianit Ferrati. Stehen auch beide auf der Leihliste. Ich weiß nicht. Henrichs, wie groß ist der? Scheint der körperlich etwas robustere zu sein. Ja, 1,82. Okay, gegenüber 1,69. 1,68 sogar nur. Auch kein großes Wunder. Beide nicht uninteressant. Deswegen frage ich einfach mal beide an. Für eine Laie, in dem Fall mal für ein Jahr nur. Wobei bei Ferrati geht ja auch nur ein Jahr, weil sein Vertrag ausläuft. Alles andere wäre ein bisschen unlogisch. Auch da bieten wir einfach mal die 500.000 Euro Kaufoption. Mal gucken, was der VfB dazu sagt. Erstmal sagt der Vorstand, nö, ist nicht. Mal gucken, ob jetzt. Der Vorstand wird nicht gestatten. Alter, was ist denn mit euch los? 300.000 oder liegt es daran, dass ein Vertrag ausläuft? Nein. Das ist irgendwie unlogisch, dass wir die Kaufoption nur so niedrig halten können. Dann werden die Vereine wahrscheinlich auch sagen, nö, für diese kleine Summe machen wir das nicht. Und das ganze Geschäft ist hinfällig. Boah, schau mal einer an. Henrichs hat sogar noch 6 Jahre Vertrag bei Bayer Leverkusen. Fangen wir auch mal hier mit 300.000 Euro an. Für ein Jahr Leihgabe mit Kaufoption. So, dann hätten wir da schon mal fürs ZOM einen jungen Nachwuchsmann. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wen habe ich denn noch angefragt? Barry und Wolf könnten wir auch noch beide anfragen. Aber da möchte ich noch ein bisschen abwarten. Achso, genau, für Gühl hatten wir noch angefragt, einen Innenverteidiger. Und eventuell noch einen Nachwuchsstürmer. Da könnten wir auch gleich nochmal nachschauen. Da fällt mir einer ganz spontan so ein, wie man anfragen könnte. Oh, ziehe ich 18,5. Das wird leider nichts, liebe Freunde der Sonne. Grifo und Uth können wir momentan auch nicht anfragen. Und Konaté lassen wir erstmal außen vor. Denn es gibt natürlich noch einen Spieler, wo sich vielleicht schon der eine oder andere gefragt hat, wo ist der denn gelandet? Und den suchen wir jetzt natürlich. Ich denke, das ist keine allzu große Überraschung, dass ein gewisser Jogginghosenverkäufer und privater Träger hier mit im Spiel eingebunden ist. Gianluca Della Fiore natürlich ist auch hier mit am Start beim SV Darmstadt 98. Er kommt natürlich aus Darmstadt und spielt dementsprechend auch in der Jugend. Allerdings habe ich seine Stärkepunkte auch gegenüber FIFA 15 einiges nach unten geschraubt. Er ist momentan, glaube ich, bei einer Gesamtbewertung von 56 oder 57, weil er sich noch nicht entwickelt hat. 17 Jahre jung. Und wisst ihr was? Er steht auf der Leihliste. Sieh mal einer an. Wir beobachten ihn einfach mal und setzen ihn natürlich auch auf unsere Wunschliste und machen auch mal eine Anfrage beim SV Darmstadt. Della Fiore, den unser Teammanager Daniel Dattel in der C-Jugend des SV Darmstadt der Lilien begleitet hat. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch noch mal
nach weiteren Nachwuchstalenten für den Sturm. Deutsche Nachwuchsstürmer. Das klingt jetzt wieder etwas verkehrt, aber wir reden hier vom Fußball, selbstverständlich. So, gucken wir mal, was der deutsche Nachwuchs im Sturm so zu bieten hat. Hatte ich, glaube ich, eigentlich schon mal gesucht. Ja, ich erinnere mich, Tim Kleindienst hatte ich da unter anderem schon im Blickfeld. Aber danach wird das schon sehr, 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 sehr eng. Da sind ja kaum deutsche Nachwuchsstürmer. Waldschmidt ist natürlich interessant. Steht ebenfalls auf der Leihliste. Dann packen wir ihn mal drauf auf die Wunschliste, lassen ihn beobachten und machen auch eine Anfrage. Und auch bei Felix Platte vom FC Schalke, von dem ich persönlich eine Menge halte, hatte ja auch schon in der Champions League gespielt, unter anderem gegen Real Madrid, wo er mir extrem gut gefallen hat in der letzten Saison. Hier machen wir nochmal das gleiche wie bei Gianluca Waldschmidt. Kleindienst ist auch eigentlich interessant. 1,94 ist ja groß. Allerdings, und hat das gewisse Etwas auch noch, und ist anscheinend auch noch schnell. Schnell, Sprung, Schusskraft stark und Kopfball stark. Der perfekte FIFA-Stürmer eigentlich, möchte man meinen. Ist allerdings erst vor kurzem zum Sportclub gewechselt, deswegen, genauso wie bei Vicento Grifo, ist es uns momentan nicht möglich, ihn zu verpflichten, aber vielleicht in der Zukunft, ja. So, dann suchen wir vielleicht nochmal 20- bis 21-jährige Nachwuchsstürmer, ob wir da noch was ranholen könnten, was Interessantes. Marvin Dux vom BVB, letztes Jahr an Paderborn ja verliehen gewesen. Aber auch hier haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Ja, Davy Selke, kannst du vergessen, nachdem was im letzten FIFA da abgelaufen ist. Armin Younes, mittlerweile bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Jesiel ist, glaube ich, verliehen von Liverpool, oder? Ja, verliehen an den FC Luzern in die Schweiz. Und Antonio Mirko Scholak, der ist auch nicht uninteressant, vom FC Kaiserslautern. Allerdings nur ausgeliehen von der TSG aus Hoffenheim. Ja, was den Sturm angeht, da haben wir nicht so viele Alternativen, liebe Freunde der Sonne. Da muss ja schon fast ein gewisser Gianluca eigentlich als Nachwuchsmann her, oder? Aber da möchte ich mich noch ein bisschen offen halten, ein bisschen bedeckt halten. Aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass wir ihm zumindest mal ein Angebot machen und ihn mit seinem alten Kumpel Daniel Dattel wieder vereinen. So, dann haben wir die ersten Angebote rausgehauen und ich glaube, am nächsten Tag können wir schon wieder das Training einstellen. Deswegen sofort die Simulation wieder unterbrechen. Noch ein paar Abschlussberichte zu Yunus Malli. Boah, der hat auch 40.000 Gehalt. Der Senkrechtstarter im Jahr 2015, Yunus Malli von Mainz 05. Den werden wir höchstwahrscheinlich nicht verpflichten können. Dann Luis Holpi, können wir auch mal ganz kurz drauf schauen. Gesamtstärke 76 sogar, Gehalt 60.000. Marco Höger wird wahrscheinlich in einem ähnlichen Rahmen sein. Er hat sogar eine 77 und hat noch ein bisschen mehr Gehalt, nämlich 70.000. Oh, jetzt habe ich ihn aus Versehen gelöscht, das wollte ich nicht, aber egal. Die Mail hat sich jetzt auch automatisch gelöscht. Spieler führt auch Gespräche mit Borussia Mönchengladbach. Wer denn? Hallo Daniel, wir wollen Sie nur darüber informieren, dass Feyenoord ein Gebot in Höhe von 3,2 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach für Toni Vehina erhalten hat. Also noch nicht angenommen. Sicher möchten Sie Ihr eigenes Angebot bitte noch einmal überdenken, um sich diesen Spieler zu sichern. Da ist jetzt die Frage, wollen wir das wirklich? Toni Vehina. So, laufende Verhandlung. Wie viel haben wir für ihn geboten? Das waren, glaube ich, nur 2 oder so, ne? Ja, 2 Millionen Euro haben wir für ihn geboten. Oh, da möchte ich oder kann ich jetzt nicht unbedingt mitziehen. Ah, aber wäre natürlich auch ein bisschen bitter, ein Talent wie Vehina an einen direkten Konkurrenten und Erzrivalen vor allem zu verlieren. Oh, wir lassen die Mail erstmal offen. Anfrage zu Moussa Konaté. Da sagt der FC Sion, Bereich 6 Millionen Euro. Aber Stürmer lassen wir ohnehin erstmal außen vor. Anfrage zu Della Fiore. Keine Transfermöglichkeit, da er erst vor kurzem gewechselt ist. Das ist mir klar. Aber Ausleihe mit Kaufoption sollte ja dann doch noch drin sein. Okay, lassen wir das erstmal beiseite und bevor ich es vergesse, wieder schnell zum Training. Und ich glaube, da
Können wir? Nein, können wir doch nicht. Session hinzufügen. Ah, mit Dreieck. Ich glaube, das hat mir bestimmt schon mal jemand von euch in die Kommentare geschrieben. Dass wenn man hier Dreieck drückt, wir die exakten gleichen Trainingsprogramme von der letzten Trainingssession laden können und einfach so noch schneller alles simulieren können. Wusste ich nicht, habe ich jetzt per Zufall irgendwie herausgefunden. Wir machen nochmal exakt das gleiche wie letzte Woche und sehen, wow, das war mal eine extrem geile Trainingssession. Note A für Bart Finne und Nakazawa, Note B für Gerhard und Sörensen und immerhin noch ein C für Klünter. Und wenn ich richtig sehe, hat sich Finne dadurch um einen Stärkepunkt verbessert. Richtig, richtig cool. By the way, habe ich glaube ich noch nie erwähnt, aber ja, die meisten wissen es ja. Ich nehme immer einige Parts im Voraus auf, weil ich meistens tatsächlich nur am Wochenende zum Aufnehmen komme. Deswegen kann ich auch nicht immer auf eure Transfervorschläge eingehen. Und ich hatte es ja schon beim letzten Mal kurz angesprochen, Top-Transfers sollten ja weniger geworden sein. Von wegen, Verratti wechselt für 51 Millionen Euro von Paris zu Arsenal London. Holy shit. Und Alvaro Dominguez von Borussia Mönchengladbach wechselt für 8,5 Millionen Euro in die englische Liga zu Crystal Palace. Zu den Londonern, zu den Eagles, die ja auch bei der Abstimmung zu diesem FIFA 16 Karrieremodus Let's Play in der Verlosung waren. Aber der 1. FC Köln hat sich durchgesetzt und ich möchte jetzt auch mit niemand anderen mehr spielen. Wir haben uns hier auch schon ein bisschen gemütlich gemacht. So, jetzt müssen wir noch warten auf die Antworten unserer Angebote und auf ein paar Scout-Berichte. Ziehen wir weiter. Und da kommen schon die nächsten Mails. Spieler führt auch Gespräche mit den FC Everton. Oh, alle wollen Tony Villena. Everton hat sogar 3,4 geboten. Wie viel hat Gladbach geboten? 3,2. Oh, ich glaube, den können wir uns abschminken. Wenn die englischen Vereine da ins Spiel kommen, dann ist es spätestens aus. Ihre Anfrage zu Thomas Rosicki, 10,5 Mille. Vielen Dank, Arsene Wenger. Aber ich glaube, das können wir uns wirklich abschminken. Wäre auch zu schön gewesen. Anfrage zu Waldschmidt, 650.000. Das ist gar nicht so viel. Felix Platte, ach ja, wieder Schalke. Die wollen uns das nicht ermöglichen, ein Spieler von ihnen zu kaufen. Und Tim Kleindienst, das wussten wir ja schon. Warum habe ich da eine Anfrage rausgeschickt? Dass er momentan noch nicht wechseln kann. So, Aubameyang bleibt Dortmund erhalten, die alte Aubergine. Sonst noch was passiert? Nein, ausnahmsweise mal ein Tag ohne Transfers. Aber sehr interessante Transfers bislang, die da zustande kamen. Nicht mehr so viele von der Anzahl her, aber dafür doch qualitativ einige wertvolle Transfers. So, Gladbach hat Angebot akzeptiert. Beziehungsweise Feyenoord hat das Angebot von Gladbach akzeptiert. 3,2 Mille. Ich glaube, Villena können wir uns dann streichen. Stuttgart Leihe mit Kaufoption. Wir lehnen die Kaufoption in Höhe von 300.000 ab. Der Verein ist sich nicht sicher, ob er den Spieler am Ende der Leihe verkaufen möchte. Habe ich schon fast gedacht. Aber ich möchte nochmal ein bisschen erhöhen. 350. Ach, das ist schon wieder der Bug. Ich muss immer wieder dran denken, von Kauf auf Leihe um zu switchen. Hab mir im Vorgängerteil mir auch schon einige Male das Genick gebrochen. So, 350.000. Ein Jahr Leihe. Mal gucken, was der VfB... Ihr wollt mich verarschen, oder Vorstand? Ich glaube, das wird nichts mit einer Leihe mit Kaufoption. 320.000 scheint schon fast das Maximum zu sein. Und sieh einer an! Rapid Wien akzeptiert unser Angebot für Luis Schaub. 2,25 Millionen Euro. Ein bisschen preiswerter als Thomas Rosicki. Bei einem Marktwert angeblich von 4,8 Millionen Euro. Ich glaube, den holen wir uns, oder? Allerdings fordert er auch ein bisschen mehr Gehalt als bei seinem aktuellen Verein. Und das ist auch in FIFA 16 so ein bisschen neu. Bei Vereinswechseln oder auch bei Vertragsverlängerungen fordern die Spieler, soweit ich das mitbekommen habe, immer mehr Geld. Vorher war das ja immer so, dass sie
zum Teil einfach das gleiche Gehalt gefordert haben, einfach nur ihren Vertrag verlängern wollten. Aber sie wollen für normal natürlich auch ein bisschen mehr Kohle. So wie der gute Louis Schaub. 25.000, das ist sogar immer noch relativ preiswert, möchte ich behaupten. 4 Jahre? Können wir sogar mehr als 5? Nee, können wir nicht. Bei Wien ist er essentieller Stammspieler. Bei uns in Anführungszeichen nur wichtiger Stammspieler. Wobei er, ich denke, auf der 10er Position gesetzt sein würde. Vorausgesetzt, das klappt jetzt und er nimmt das Angebot an. Schauen wir mal. Wäre natürlich der erste super Transfer. Und für 2,25 Millionen Euro. Ich glaube, da können wir nicht so viel falsch machen. Das wäre schon mal super. Dann die Ideen, die das Angebot abgelehnt haben. Und ich schreibe auch gleich dazu, wir haben feste Preisvorstellung in Höhe von 8 Millionen Euro. Was hat mir denn da geboten? Ich glaube 3,5, genau. Ein bisschen erhöhen versuche ich noch, 4 Millionen Euro. Nur die Hälfte der Forderung, aber ich glaube, das wird leider nichts. Pione Sisto ist da vielleicht doch ein bisschen zu wertvoll. Bochum, Leihe mit Kaufoption. Wir lehnen die Kaufoption für 500.000 Euro ab. Blablabla, genau das gleiche, was der VfB Stuttgart geschrieben hat. Auch da möchte ich nochmal versuchen zu erhöhen. 2 Jahre. Und erhöhen wir mal auf 600.000. Ich darf ja nicht zu hoch erhöhen, denn sonst kommt wieder der Vorstand dazwischen. Ah, zum Glück diesmal nicht. Gladbach, Transferangebot abgelehnt. Bezüglich wen? Julian Korb. Ach, und die schreiben auch nur eine sehr kurze Mail. Grund, der Spieler ist zu wertvoll für uns. Punkt, aus, Ende. Okay, das mit Julian Korb wird dann wohl nix. Aber guck mal einer an. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Denn der erste FC Kaiserslautern akzeptiert unser Angebot für John Zimmer in Höhe von 2 Millionen Euro. Hat eigentlich noch 3 Jahre Vertrag bei Kaiserslautern. Wird er dann unser neuer Backup oder vielleicht sogar unser neuer Stammrechtsverteidiger, wobei Okoski rein stecketechnisch natürlich noch ein bisschen besser ist. Er fordert auch 10.000 mehr Gehalt. Eventuell, beziehungsweise ebenfalls für 4 Jahre. Also du wärst auf jeden Fall kein essentieller Stammspieler. Eigentlich wärst du wahrscheinlich nur ein Rotationsspieler, der sehr häufig auf jeden Fall zum Einsatz kommt. Den ich aber nicht unbedingt als wichtigen Stammspieler bezeichnen würde. Ach komm, wir probieren es trotzdem einfach mal. Das wäre natürlich Hammer. Zimmer für 2 Millionen. Schaub für 2,25 Millionen. Mehr als nur preiswert. Spieler führt auch Gespräche mit Villarreal. Natürlich wieder für Toni Vilhena. Alle wollen ihn haben. Also der scheint ja irgendeine Klasse zu haben, wenn da so viele Vereine hinterher sind in ganz Europa. Gut, aber soll uns nicht interessieren. Wir hätten mit Schaub einen anderen offensiven Mittelfeldspieler dann an der Leine. Das wäre natürlich super, wenn das klappen würde. Zimmer und Schaub. Ja, damit kann man schon mal als erste Transfers ganz gut leben, möchte ich behaupten. Bobadilla bleibt den FC Augsburg treu. Das freut mich, dass einige starke Bundesligaspieler unserer Elite-Klasse erhalten bleiben. So, aber ich erwarte eigentlich immer noch ein paar Scouting-Berichte. Transferangebot abgelehnt von El Yunusi. Grund, der Spieler ist zu wertvoll für uns. Bei Vilhena das gleiche, aber da haben wir schon mitbekommen, das wird wahrscheinlich nichts. Leicester City hat ebenfalls abgelehnt. Aber Hull City hat angenommen. Holy shit, Leute. Was ist denn hier los? Und ich muss gleich mal kurz durchrechnen, ob wir das so hinbekommen. Mein Hauptziel war, oder ist es ja immer noch, ein ZOM und ein Backup für die linke und ein Backup für die rechte Seite zu bekommen. Und das hätten wir im Moment geschafft mit Schaub, Zimmer und Robertson. Mal kurz die Ablösesummen zusammenrechnen. 5,5, 7,5, 7,75 hätten wir momentan ausgegeben. Und wir müssten sogar noch ein bisschen an Gehaltsbudget übrig haben. Das würde sogar ziemlich gut hinkommen, wenn wir dann noch 2 oder 3 Nachwuchsspieler zusätzlich verpflichten. Wirklich Nachwuchsspieler,
die noch nichts mit der ersten Mannschaft zu tun haben werden, höchstwahrscheinlich, dann könnte das wirklich extrem gut mit dem Budget hinkommen. Genk hat unser Angebot nicht akzeptiert. Die wollen immer noch 4,2 haben für Castagnier. Aber da haben wir ja schon gesehen, dass Zimmer bzw. Kaiserslautern unser Angebot für Zimmer akzeptiert hat. Und das überrascht mich, dass Andrew Robertson für relativ wenig Geld zu haben ist. Was den Realitätsfaktor angeht, ist er natürlich eher gering. Ihr wisst ja, ich hole ungern Engländer in die Bundesliga, aber er ist ja ein Schotte. Und warum eigentlich nicht? Wie viel Gehalt will er denn? 40.000. Dann wird es gehaltstechnisch aber dann doch schon ein bisschen eng. Wobei 25, 30 wären 55.000 plus 40 wären 95.000. Da hätten wir tatsächlich noch ein bisschen übrig. Aber hier möchte ich mal ein bisschen versuchen zu verhandeln. Machen wir mal 36 oder 37,5. Zumindest ein bisschen Gehalt einsparen. Ebenfalls für 4 Jahre, 21 Jahre jung, Andrew Robertson. Auch du wärst wichtiger Stammspieler. Fragezeichen. Eigentlich auch eher ein Backup-Spieler, ein Rotationsspieler. Bei ihm muss ich aber... Ich mache erstmal das Angebot senden. Allerdings muss ich bei ihm noch eben eine Kleinigkeit nachschauen. Ob er nämlich auch im linken Mittelfeld spielen kann. Dann hat sich die Alternative Elyounoussi wahrscheinlich auch schon erledigt, denn unser Transferbudget ist dann schon fast aufgebraucht. Ein bisschen haben wir auf jeden Fall da noch übrig. Aber erstmal ganz kurz zur Wunschliste. Denn ich bin irgendwie von selbst davon ausgegangen, dass Robertson im linken Mittelfeld spielen kann, hab's aber nie wirklich so überprüft. Gucken wir erstmal auf seine Werte. Die sehen nämlich schon ganz schön ordentlich aus. Freistoß, Präzision braucht er nicht, das ist unwichtig, aber ansonsten IFE 66. Er kann auch als linker Außenverteidiger spielen. Arbeitsrate in beiden Bereichen hoch, was mir immer schon sehr gut gefällt. Spezialbewegung allerdings nur 2 Sterne, was aber auch nicht so weiter schlimm ist. Wiegt nur 63 Kilo. Was ist er denn für eine Bohnenstange bei 1,78 Körpergröße? So, wie viel hatten wir denn bei Schlupp eigentlich geboten? Im Inneren bin ich eigentlich schon fast davon ausgegangen, dass wir Jeffrey Schlupp noch verpflichten. Da hatten wir, glaube ich, 1,3 geboten. 1,4 sogar. Ich möchte noch mal ein bisschen erhöhen auf 1,7. Wenn Leicester das annehmen sollte, werde ich bei Robertson vielleicht noch ein bisschen zögern. Vor allem sollte er das Angebot, das wir ihm gemacht haben, auch noch ablehnen. Denn 3,5 Millionen Euro ist er dann doch ein bisschen mehr als mögliche 1,7. Und das Geld wiederum könnten wir noch für einen weiteren Transfer dann gebrauchen, um uns noch weiter in der Breite zu verstärken. Können wir mal ganz kurz in die Mannschaft gehen. Denn, das kann ich auch ganz kurz erwähnen, mittlerweile sind wieder 7 Auswechselspieler auf der Bank. Dass nur 5 Leute auf der Bank waren während des Turniers, lag wahrscheinlich wirklich daran, dass das Turnier in England stattfand. Denn dort sind bekanntlich bei einigen englischen Pokalen im Regelwerk festgelegt, dass dort nur 5 Ersatzspieler auf der Bank Platz nehmen dürfen. Und das ist dann auch schon der gesamte Kader, liebe Freunde. Einer davon ist auch noch ausgeliehen mit Philipp Hosina. Also da müssen wir noch ein paar Spieler auf jeden Fall ranholen. Das wollte ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Fans erwarten vom FC Bayern die Meisterschaft. Keine allzu große Überraschung. Aber das überrascht mich jetzt wirklich, dass Hull City das Angebot angenommen hat. Okay, aber warten wir erst noch mal ein bisschen ab. Und gucken weiter. Abschlussbericht zu Marc Uth von der TSG Hoffenheim. Gesamtstärke nur 72. Habe ich ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Dann haben wir noch Pascal Groß. Was hat er? Eine 74? Eine 75 sogar. Gehalt 35.000, Marktwert 7 Mille. Momentan eher weniger interessant. So, Laie mit Kaufoption. Wir haben Ihre Leihanfrage zu Benjamin Henrichs gründlich überdacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir dem nicht zustimmen können. Ach Gott,
Verdammt. Wir sind nicht einfach dazu bereit, einen unserer Spieler an einen direkten Konkurrenten zu verleihen. Oh, ihr seid doch alles Arschgeigen, oder? Nur deswegen kommen wir jetzt nicht an Benjamin Henrichs ran. Das könnte mich nerven. Beziehungsweise es nervt mich schon. Zum Kötzeln. Okay. Nochmal kurz auf die Wunschliste geschaut. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein, zwei andere Nachwuchsspieler dann. Und dann könnte ich eigentlich auch Bubacar Barry oder Bowie. Könnt ihr mir ruhig mal verraten, wie er ausgesprochen wird, anfragen. Genauso wie Marius Wolf eigentlich. Aber erstmal Barry, weil der ja auch im zentralen Mittelfeld. Hallo? So, im zentralen Mittelfeld spielen kann, genau. Wolf hingegen ist, glaube ich, nur ein Flügelakteur, ne? Ja. Linksfuß im rechten Mittelfeld, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung. Holy. Aber Arbeitsrate defensiv niedrig dafür. Ah, 1,87 groß. Da gehe ich dann doch eher auf Bubacar Barry. Und zwar für einen direkten Kauf, nicht mal eine Leihe mit Kaufoption, sondern direkten Kauf. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit 400.000 Euro an. Die sollten wir auf jeden Fall für ihn berappeln können. So. Was haben wir denn? Bläh, bläh. Hab schon wieder eine Kno. Genau, ich habe einen Knoten in der Zunge. Eine Zunge im Knoten, wollte ich erst sagen. Nein, das sieht, glaube ich, bildlich ein bisschen merkwürdig aus. Schon fast ein bisschen eklig. Egal. Ganz schnell das Bild aus dem Gedächtnis streichen, denn ich wollte noch mal gucken, was wir für Alternativen sonst haben. Denn da sind nicht so viele. Halimi wäre natürlich eine, allerdings momentan verliehen. Und Vollmann finde ich jetzt, glaube ich, auch nicht für stark genug. Ferrati haben wir natürlich gerade noch am Laufen, aber ich glaube, das wird leider Gottes nichts, weil sich unser Vorstand dagegen sträubt. Leitner. Denn Donker, der wird natürlich auch noch beobachtet, genauso wie Aqua Akpro. Da werden einige Transfers wahrscheinlich schon über die Bühne gelaufen sein, wenn die Abschlussberichte zu denen reinkommen. Ah, Mann, das ist natürlich eine doofe Situation. Gehen wir ein bisschen weiter. Laie mit Kaufoption. Stuttgart lehnt es immer noch ab. Dann, liebe Freunde, da sein Vertrag sowieso ausläuft, probieren wir es einfach mal mit einem direkten Kauf. 17 Jahre jung. Komm, machen wir mal 350.000 als Direktangebot für Ferrati vom VfB Stuttgart. Ich hoffe, der VfB sieht uns nicht als direkten Rivalen an, wie zum Beispiel gewisse Schalker, Leverkusener oder Mönchengladbacher. Und Louis Schaub hat unser Angebot akzeptiert. Schon mal gut. Aber der FC Midtjylland aus Dänemark hat abgelehnt für Pione Sisto, den können wir also jetzt auch erstmal streichen. Leihe mit Kaufoption. Wir lehnen die Kaufoption für 600.000 Euro ab, die Teil ihres Angebots zur Ausleihe von Gökhan Gül ist. Der Verein ist sich nicht sicher, ob sie ihn verkaufen wollen. Probieren wir es da auch noch einmal mit einer Leihe. Sagen wir mal 700.000. Ich glaube, da hatte der Vorstand aber schon gesagt, nö. Genau, da hatte der Vorstand gesagt, nö. Dann machen wir es mal mit 650. Das wird dann wahrscheinlich auch schon wieder das Limit sein. Das ist sogar schon über dem Limit. Push it to the limit. Na, wer kennt das Lied? Einfach großartig in den 80ern. Und alter Walter, was ist denn hier los? Ich glaube, 600.000 waren schon das Limit, war. Ah, dann wird das auch nichts mit einer Leihe von Gökhan Gül. Vielleicht machen wir da auch ein direktes Kaufangebot. Muss ich mir mal überlegen. Spieler führt auch Gespräche mit VfB Stuttgart. Ihr Schweine! Die haben 6 Mille für Sisto geboten. Oh nee, geht doch nicht nach Stuttgart. Bitte nicht. Shit. Und auch West Bromwich spielt Sisto. Unsere ganzen Wunschspieler werden weggekauft. Ihr Arschgeigen, Alter. Die E-Mail kann ich mal löschen. Ah, Mann. Sisto wird also definitiv nicht nach Köln wechseln. Aber wir haben noch was anderes Positives, fast untergegangen. Auch John Zimmer hat unser Angebot akzeptiert.
Und damit, liebe Freunde, verpflichten wir die ersten beiden Spieler für den 1. FC Köln in diesem FIFA 16 Karrieremodus Let's Play. John Zimmer für 2 Millionen Euro vom FC Kaiserslautern und der gute Louis Schaub für 2,25 Millionen Euro von Rapid Wien. Zwei Nachwuchsakteure, junge Akteure, die ordentlich Potenzial besitzen. Uns aber auch jetzt schon bestimmt weiterhelfen können. So, die Mails können wir löschen. Neuverpflichtung, hooray! Neuverpflichtung, hooray! So, und die beiden schauen wir uns jetzt natürlich mal ganz kurz an. Und werden erstmal die beiden auch in die Mannschaft einarbeiten. Beide mit einer Gesamtstärke von 72, haben wir ja schon festgestellt. Zimmer erstmal für Klünter rein. So, muss ich erstmal wieder hier ein bisschen sortieren. Denn Ordnung muss sein. So, für die ist jetzt die Frage, für wen kommt er rein? Ich sehe ihn auf jeden Fall auf der 10er Position. Kommt erstmal in die Startelf. Der gute Louis Schaub, hier nochmal seine Werte. Antritt, Beweglichkeit, sehr gut. Sprint, Ausdauer, gefällt mir allesamt sehr gut. Ballkontrolle gut, Dribbling gut, kurzer Pass gut. Was ein Spielmacher so braucht. Elfmeter ist er nicht so gut. Dementsprechend ist er, glaube ich, auch kein Standardspezialist. Freistoßpräzision nur 53. Effe 63. Flanken immerhin eine 69. Also Ecken könnte er eventuell treten. Der Offensiv-Allrounder 1,77. Groß, 70 Kilo schwer, Nationalspieler, U21 Nationalspieler Österreichs, hat mit seinen gerade mal 20 Jahren bereits über 100 Einsätze für Rapid Wien auf den Kasten in der ersten Bundesliga in Österreich und das ist schon eine ganze Menge, hat also auch schon eine Menge Spielerfahrung auf dem Buckel. Und hier haben wir John Zimmer, gucken auf seine Werte, Balance 91, Beweglichkeit gut, Sprint gut, Ausdauer gut, gerade für einen Außenverteidiger, der schnell und viel mit nach vorne gehen soll. Ein sehr guter Wert. Flanken ebenfalls gut, Ballkontrolle gut. Abschluss jetzt nicht so stark, Manndeckung gut, kurzer Pass, Grätsche. Also bei den gerade wichtigen Werten für einen Außenverteidiger, die stimmen auf jeden Fall. Arbeitsraten Mittel kann, oh, der ist auch ein Allrounder, das wusste ich gar nicht. Der kann rechts hinten, rechts im Mittelfeld, das wusste ich, aber er kann auch auf der gegenüberliegenden Seite spielen. Linkes Mittelfeld, Linksverteidiger. Crazy shit. 1,72 groß, 71 Kilo schwer, 21 Jahre jung, Deutscher. U21 Nationalspieler. Also die beiden Neuverpflichtungen gefallen mir schon mal sehr gut. Aber Zimmer dennoch erstmal nur auf der Bank. So, den ersten Schritt haben wir also getan. Zwei neue sind schon mal da. Aber es sollen auch noch ein, zwei weitere Folgen für die linke Seite. Und wir haben noch richtig viel übrig, sehe ich gerade. Vor allem, wenn wir Jeffrey Schlupp verpflichten. Wir können uns sogar mittlerweile wirklich relativ locker Robertson von Hull City leisten. Und können trotzdem eventuell noch für Elio Nussi ein Angebot machen. Warten wir erstmal noch ein bisschen ab, bis die laufenden Angebote durch sind oder eben abgelehnt werden. Gehen wir nochmal einen Tag weiter. Und wir haben schon wieder bei Training. Und sieh einer an, jetzt akzeptiert Leicester City das Angebot und Robertson lehnt ab. Das ist ja schon wieder fast wie von mir vermutet abgelaufen. Er möchte sich nicht neu orientieren. Kann man bei Briten auch irgendwie verstehen. Wisst ihr was? Dann werden wir tatsächlich nicht Robertson, sondern Schlupp verpflichten für 1,7 Millionen Euro. Bei ihm, bevor wir das Angebot machen, schaue ich auch nochmal ganz kurz nach. Bei ihm gehe ich auch ganz stark davon aus, dass er linkes Mittelfeld spielen kann. Ich weiß, dass er es im Real Life schon einige Male getan hat, aber ich weiß ja nicht, was FIFA hier so eingestellt hat. Erstmal seine physischen, seine körperlichen Attribute. Geil! Seine mentalen Attribute auch gar nicht so schlecht für ein 69er Rating. Er muss sich noch in dem Fähigkeitsbereich ein bisschen verbessern, aber auch er hat nicht so wirklich eine extreme Schwäche bis auf Freistöße. Ein sehr ausgeglichener Spieler. Ich glaube, mit dem werden wir Spaß haben. Kann LAV, LV und natürlich auch im linken Mittelfeld spielen. Arbeitsrate Angriff hoch. Schwacher Fuß und Spezialbewegung zwar nur 2 Sterne, aber das ist mir relativ latte eigentlich. Ich glaube, das kann er mit seiner körperlichen Robustheit und seiner Athletik mehr als wettmachen.
So, von daher versuchen wir auch noch Jeffrey Schlupp zu verpflichten. Er möchte auch nur 10.000 in der Woche. Auch für ihn ein 4-Jahres-Angebot. Er ist bei uns, ich sag mal, Rotationsspieler. Ich hoffe, ihm reicht das aus. Auf jeden Fall besser als ein sporadischer Spieler. Gucken wir mal. Leicester City ist auf jeden Fall geneigt, ihn abzugeben. Sehr gut. Und dann haben wir auf jeden Fall noch genügend Kohle für ein paar Nachwuchsakteure und vielleicht auch noch für einen weiteren Backup-Spieler. Gucken wir nochmal kurz auf die Wunschliste. Welche Position bräuchten wir denn überhaupt noch ein? Vielleicht noch ein zentralen Mittelfeldspieler? Fragezeichen. Eigentlich ja nicht. Wir brauchen erstmal für die Innenverteidigung noch einen Nachwuchsakteur. Lukas Böder, Föhrenbach. Ich glaube, die können auch gar nicht wechseln. Genauso wenig wie Gühl. Da würde uns, glaube ich, momentan von den günstigeren nur Gedeon Jung zur Verfügung stehen. Aber seine Werte sind jetzt nicht so berauschend. Okay, er hat auch nur eine Gesamtstärke von 60. Der ehemalige Oberhausener, der die Region dementsprechend auch schon kennt. Und der HSV ist ja so ein Verein, der mal sehr, sehr günstig seine Talente verscheuert. Von daher wäre es gar nicht so unrealistisch, wenn er für 200.000 Euro oder so zu uns kommen würde. Probieren wir das einfach mal. Wenn das Spiel realistisch ist, dann muss der HSV das Angebot sofort annehmen eigentlich. Probieren wir das mal. Wobei Gökhan Gül immer noch meine Wunschvariante 1 ist. Aber kaufen können wir ihn halt nicht, weil er erst seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Und ausleihen, da sagt der Vorstand, nö, ist nicht drin. So, Barry ist natürlich noch am Laufen, genau. Und dann vielleicht noch einen etwas stärkeren Spieler, wie zum Beispiel Leander Dendonka. Den müssen wir noch eben fertig scouten. Wo kann er eigentlich überall spielen? Distanzschütze, sehr gut. Und er ist gar kein Spielmacher, sondern ein eher defensiver Mittelfeldspieler. 1,88 groß, Arbeitsrate defensiv hoch, schwacher Fuß, 4 Sterne. Und wir haben ja auch schon mitbekommen, er ist wirklich ein guter Distanzschütze, der schon so einige Treffer erzielt hat. Und von den Werten her sieht er auch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Leander Dendonka, müssen wir uns auf jeden Fall merken. Dann John Daniel Akpa-Akpo. Auch ein echter Allrounder. Arbeitsraten in beiden Bereichen hoch. ZM, RM, LM, RV, wahrscheinlich auch LV. Elfenbeinküste Nationalspieler, 22 Jahre jung. Und auch seine Werte sehen richtig gut aus. Ich glaube, der wird auch gerade gescoutet, ne? Genau. Warten wir da nochmal ein, zwei Tage ab, ob wir da eventuell noch einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler holen. Andererseits wiederum müssen wir dann eigentlich noch einen abgeben. Denn wir haben Lehmann, wir haben Vogt, wir haben Jojic, wir haben Gerhard und wir haben Neuzugang Schaub. 5 Spieler für die 3 Positionen. Und wenn wir einen zentralen Mittelfeldspieler holen, bräuchten wir noch eigentlich einen eher offensiveren. Warten wir mal ab. Moritz Leitner wäre auch noch eine Variante. Ich glaube, er kann auch ein Distanzschütze, auch überall im Mittelfeld praktisch spielen. Schwacher Fuß, 4 Sterne vom BVB. Auch er muss noch eben fertig gescoutet werden. Aber die drei hier, Dendonka, Akpa-Akpro und Leitner, gefallen mir schon mal sehr gut. Genauso wie er hier, Mohamed El-Younoussi. Aber er kann halt nur auf den Flügeln spielen. Aber ist halt ein 5-Sterne-Skiller. Und auch noch eine Alternative für den Sturm. Oh, eigentlich hatte ich vor, nicht so viel am Kader zu verändern. Aber die Spieler sind hier günstiger, als ich erwartet hatte. Und von daher muss man da eigentlich schon fast zuschlagen. Wer Geld hat, der möchte es einfach ausgeben. Das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so sein. Na, Hendricks können wir auch nur ausleihen. Das ist das fucking Problem. Und Leverkusen möchte ihn ja sowieso nicht an uns verleihen. Duda wäre natürlich auch noch eine Alternative. Legia Warschau, Rosicki, leider Gottes zu teuer. Und dann natürlich haben wir noch Della Fiore, bevor ich den vergesse.
Wir brauchten ja noch, oder ich möchte ja noch einen deutschen Nachwuchsstürmer holen. Kleindienstplatte, Waldschmidt. Und Della Fiore, der hier als linker Stürmer aufgeführt wird. Ne, lass mir den auch erstmal zu Ende scouten. Markt mit 200.000. Okay. Aber da warten wir auch noch ein paar Tage, denke ich, ab. Wahrscheinlich wird es bei Della Fiore genauso laufen wie bei Henrichs und bei Gühl. Kaufen können wir ihn nicht. Und bei einer Ausleihe würde der Vorstand wieder dazwischen gehen und sagen, nö, probier es bei einem anderen Spieler. Was wir dann leider Gottes auch so tun müssen. So, einen Tag voran. Denn jetzt haben wir wieder eine Trainingseinheit zu vergeben. Und KC hat das Angebot abgelehnt für Boubacar Berry. Die Summe ist zu niedrig, okay. Aber das ist ja keine endgültige Absage. Da werden wir natürlich erstmal erhöhen. Ja, sagen wir mal 550.000. Beim KSC nur sporadischer Spieler. Würde ehrlich gesagt bei uns wahrscheinlich auch nur sein, aber trotzdem möchte ich ihn gerne verpflichten. Für die Zukunft Deutschlands, Kölns natürlich. So, nächste Trainingseinheit. Und auch da würde ich sagen, vorherige Einheit laden. Ach, und dann kann ich trotzdem noch nachträglich doch noch was ändern. Das finde ich sehr, sehr gut. Denn bei Gerhard wollte ich jetzt mal ein A-Training, beziehungsweise ein schweres Training ansetzen. Nämlich durchsetzen. Warum nicht? So, jetzt haben, glaube ich, alle bis auf Klünter ein hartes Training. Das wir natürlich mal wieder simulieren. Und gucken, was dabei rauskommt. Ja, nicht so schlecht. Note B bei Finne, der trainiert wirklich extrem gut, habe ich so den Eindruck. Nagasawa und Gerhard ein C, Sörensen nur ein D, genauso wie Klünter, obwohl der nur ein mittelschweres Training hatte. Okay, aber müssen wir mit leben. Ganz akzeptabel, denke ich. Hannover vor solider Saison, Hamburger SV Platz im Mittelfeld. Na, müssen wir mal schauen. Im Mittelfeld wollen wir auf jeden Fall auch landen. Das ist unser Saisonziel. Oh, und schau einer an. Erstmal unsere beiden Transfers. Zimmer und Schaub zum 1. FC Köln. Und Sisto wechselt zu West Bromwich Albion nach England. Das ist natürlich bitter. Aber bei solchen Ablösesummen können wir leider nicht mitbieten. 5,5 Mille. Lassen sich die Engländer das kosten. Caligiuri will nicht zu Genua und bleibt bei Wolfsburg. Freut mich. Aubameyang oder Stoke City auf Aubameyang bald zu verpflichten. Und mit einem Blick zur Uhr, Leute, der Part wird schon wieder Überlänge haben. Mal ganz kurz auf den Kalender schauen. Na gut, komm, wir machen noch ein bisschen Überlänge bis zum Bundesliga-Start. Ich habe jetzt keine Lust, hier noch extra einen dritten Transferpart daraus zu machen. Deswegen geht es nach einer kurzen Unterbrechung gleich weiter. Für euch nur eine Sekunde. So, mit geleerter Blase spielt es sich auch gleich ein bisschen besser. So, wo waren wir stehen geblieben? Die Trainingseinheiten haben wir jetzt schon soweit eingestellt. Irgendwas wollte ich noch bei unserer Mannschaft machen. Allerdings habe ich schon wieder vergessen, was genau das war. Aber was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, unser Kader wird ja noch ein bisschen größer, eventuell Bart Finne oder zumindest Klünter zu verleihen, zumindest den Rechtsverteidiger. Ich glaube, da würde es Sinn machen, ihn auf die Leihliste zu setzen. Ja, das werden wir, glaube ich, an dieser Stelle auch tun. Wobei ich nicht genau weiß, das könnt ihr mir vielleicht auch in den Kommentaren beantworten, was mehr bringt, ob wir jetzt einen jungen Spieler irgendwo hinverleihen, wo er möglicherweise auch gar nicht spielt, oder ob wir ihn hier bei uns behalten und jede Woche am individuellen Training teilnehmen lassen. Das würde mich mal interessieren, was da mehr Sinn machen würde. Könnt ihr mal gerne schreiben. Ach, und jetzt fällt mir ein, was ich wieder nachschauen wollte, nämlich die beiden Marktwerte unserer beiden Neuzugänge. Und wir sehen, wir haben die Spieler unterm Marktwert bekommen. Oder waren sie vorher weniger wert, weil sie in einer vorher nicht so guten Liga gespielt haben? Das könnte natürlich auch sein. Aber
Man kann es mal so stehen lassen, das waren gute Einkäufe. Okay, wird sich zeigen, ob sie wirklich gut sind. So, was wollte ich machen? Genau, ich wollte den guten Klünter, natürlich steht er ganz unten in der Liste, verleihen. Ich würde sagen, erstmal für ein Jahr. Ich glaube, sein Vertrag läuft sowieso aus, von daher ist mehr eigentlich auch nicht möglich. Bad Finne. Ich glaube, wir warten vielleicht noch ein, zwei Wochen ab. Und dann entscheiden wir kurz vorm Saisonstart. Ich gucke mal ganz kurz auf den Kalender. Ach, sieh eine an. Nächste Woche ist schon Bundesliga-Start. Dann müssen wir schon uns demnächst entscheiden, ob wir Bad Finne eventuell ebenfalls verleihen. Ich weiß noch nicht. Ich weiß auch noch nicht. Genau das gleiche Problem wie bei Klünter. Wir können ihn eigentlich hier behalten und individuell viel trainieren lassen. Andererseits, wenn er nicht spielt, wird er natürlich unmotiviert und unglücklich, möchte möglicherweise sogar den Verein verlassen. Und das wiederum nützt uns dann natürlich auch nichts. Ah, das ist eine schwierige Situation. Gehen wir erstmal mal ein bisschen voran. Bekommen eine neue E-Mail vom VfB Stuttgart. Ach, auch er ist erst kürzlich zum Verein gewechselt, beziehungsweise hat seinen ersten Vertrag unterschrieben, der gute Ferrati. Also auch den können wir als Nachwuchsakteur momentan nicht verpflichten. Da würde momentan uns also, was die ZOM-Position im Nachwuchs angeht, nur Eggestein, wenn ich mich jetzt nicht täusche, zur Verfügung stehen. Eventuell Vollmann, aber den möchte ich nicht unbedingt. Henrichs und Ferrati gehen nicht. Eggestein würde gehen, aber er ist noch der schlechteste, meiner Meinung nach, von den drei hier. Mann, das ist doof. Und die anderen Spieler sollen endlich mal fertig gescoutet werden. Ich werde hier schon ganz nervös. Wobei Barry haben wir natürlich noch als ZOM-Alternative. Okay, vielleicht brauchen wir dann doch gar keinen. Wenn Barry kommt, ist alles in Ordnung. Gideon Jung haben ja, glaube ich, auch schon angefragt. Mal gucken, was da passiert. Oh, Passlack würde ich auch sehr gerne holen, aber das würde höchstwahrscheinlich nicht klappen. Und Kleindienst wäre natürlich auch toll, aber der ist auch erst gerade gewechselt. Gianluca Waldschmidt. Wollen wir stattdessen noch einen Stürmer holen? Wobei, da müssen wir natürlich eigentlich Della Fiore holen, ne? Wisst ihr was? An dieser Stelle dürft ihr gerne mal eure Meinung auch dazu schreiben. Sollen wir Della Fiore hier nach Köln holen? Ich kann mir vorstellen, da gibt es ein paar geteilte Meinungen. Aber ihr werdet entscheiden. Ich werde Ihnen erstmal noch kein Angebot machen, kein Leihangebot oder sonst irgendwas. Das dürft ihr gerne entscheiden. Vielleicht verpflichten wir ihn auch, wenn überhaupt, erst im Winter. Gerne auch eure Meinung dazu. So, Transfers können wir mal ab und zu wieder gucken. Und wir sehen, Michele wechselt von Brügge zu Arsenal. Arsenal scheint auf Einkaufstour zu gehen. Und Zengin von Beşiktaş nach Italien zu Chievo Verona für 4,6 Millionen Euro Ablöse. So, und dann sind es nur noch ein paar Tage bis zum Saisonstart. Hertha BSC schwierig einzuschätzen. Genauso wie der erste FC Köln, möchte ich behaupten. So, Jeffrey Schlupp muss auch noch über die Bühne gehen. Ich hoffe, er kommt noch vorm Saisonstart. Scout-Abschlussbericht zu Felix Platte. Schauen wir mal kurz. Ganz kurz drauf, Gesamtstärke 63. Aber da wird auch Schalke wahrscheinlich wieder um die Ecke kommen. Nö, kriegt ihr nicht, ihr seid doof. So ungefähr. Okay, Platte, dann Gianluca Waldschmidt. Ach, und von Gianluca Della Fiore ist der Scouting-Bericht auch fertig. Aber erstmal Waldschmidt, Gesamtstärke 61. Auf jeden Fall finanzierbar. Und Della Fiore. Gesamtstärke 55 sogar nur. Da seht ihr schon, bei FIFA 15, beim Vorgänger, hat er, glaube ich, mit einer Gesamtstärke von 63 angefangen. Hier habe ich ihn nochmal deutlich schlechter gemacht. Antritt seine größte Stärke 74. Okay, haben wir da auch schon mal seine aktuellen Werte. HSV sagt, Transferangebot inakzeptabel. Was ist da denn los? Die Summe ist zu niedrig. Wir sind der Ansicht, dass er mehr wert ist. Die wollen 400.000.
Dann nähern wir uns da auch mal ein bisschen an. 250.000. Wobei ich möchte eigentlich einen anderen Innenverteidiger noch verpflichten. Ach, wir machen das Angebot erstmal. Und Jeffrey Schlupp akzeptiert. Wieder wie aufs Wort. Na, Wunderbärchen. Den werden wir natürlich dann auch jetzt ranholen. 1,7 Millionen Euro Ablöse. 10.000 Gehalt. 4 Jahresvertrag. Und wir haben immer noch ein bisschen Kohle übrig. Was übrigens auch ein neues Feature. Ein eigentlich realistisches Feature ist, dass die Budgets, die wir am Saisonende noch haben, auch mit in die nächste Saison übernommen werden. Das war ja im Vorgänger nicht so. Da wurde dann praktisch das ganze verdiente Geld, was am Ende noch übrig blieb, ja, in den Verein gesteckt. Ich habe keine Ahnung, was damit passiert ist. Auf jeden Fall konnten wir das nicht mehr nutzen. Und die nächste Neuverpflichtung, Wunderbärchen Jeffrey Schlupp. Also jetzt auch ein Geißbock, den ich auch gleich auf die Bank mit beordern möchte. Gesamtstärke 69. Die Werte haben wir schon gesehen. 22 Jahre jung. Wie gesagt, in Hamburg geboren. Er wird also nicht so lange brauchen, hoffentlich nicht so lange brauchen, sich hier einzufinden. Für wen nehmen wir ihn mit? Mal für Kevin Vogt, würde ich sagen. Dann haben wir jetzt Torwart, Innenverteidiger, einen für die rechte Seite, einen für die linke Seite, zentrales Mittelfeld, noch ein Flügelakteur und ein Stürmer, wobei Osako müsste ich eigentlich auch mitnehmen für Nagasawa. Ich glaube, oder nehmen wir Kevin Vogt mit. Aber ihr seht schon, ein paar Alternativen haben wir jetzt schon. Klünter wollen wir verleihen. Bad Finne möchte ich momentan Stand jetzt doch noch erstmal behalten, denke ich. Aber mal gucken, was da noch passiert. Ach, und da fällt mir noch eine Sache ein. Die Rückennummern müssen wir natürlich noch vergeben. Hat irgendeiner von 1. FC Köln die Rückennummer 2? Nein, die hat John Zimmer direkt mal übernommen. Das passt schon mal perfekt. Dann, welche Rücknummer hat Schaub? Hat jemand von 1. FC Köln die 10? Ich glaube, Zoller hatte die 10. Das passt ja auch sehr, sehr gut, denn dann bekommt unser lieber Neuzugang Louis Schaub die Rückennummer 10. Dann ist die auch vergeben. Und Schlupp trägt momentan die 20. Die steht ihm eigentlich auch ganz gut zu Gesicht, meine ich. Das können wir ruhig so belassen. Okay, lassen wir es mal so. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. I like it. Ich würde einen Daumen nach oben geben. Ich weiß nicht, warum ich das gerade von mir gegeben habe. Ich war selbst gerade etwas irritiert. Everton kämpft um Pato. Alexander Pato, der von sich selbst sagt, er sei der beste brasilianische Angreifer. An Selbstvertrauen mangelt es ihm auf jeden Fall nicht. Und da haben wir auch nochmal den Schlupp-Transfer. Der ist so durchgeschluppt, praktisch für 1,7 Millionen Euro. Und dann haben wir unseren Kader schon fast zusammen. Welche Transferverhandlungen laufen denn jetzt gerade noch? Castanier haben wir schon eigentlich lange, lange abgeschrieben. Barry und Jung laufen noch. Genau. Apropos Jung und apropos Innenverteidiger. Oh, ich möchte lieber den Gökhan Gül holen. Anstelle von Gedeon Jung. Aber nur ausleihen bringt natürlich auch nichts. Vielleicht sollten wir da im Winter dann nochmal nachfragen. Und uns das Geld für Gedeon Jung sparen. Ach, und schon mal einer an. Ach, wir sind der... Oh Gott, das war jetzt ein mega Fail. Ich hätte fast gesagt, ach, schau mal einer an. Er wurde vom 1. FC Köln kontaktiert. Mit welcher Mannschaft spielen wir wohl gerade? Oh Gott, oh Gott. Ja, manche Menschen sind unheimlich durch im Kopf. Nee, dann würde ich sagen, lassen wir es mit dem Angebot für Gedeon Jung. Und bemühen uns im Winter entweder um Gül, Böder oder Föhrenbach, einen von den dreien, als Nachwuchsinnenverteidiger. Bis dahin sollten wir ganz gut klarkommen. Barry möchte ich jetzt noch gerne holen, als Nachwuchsakteur fürs Mittelfeld. Und dann ist die Frage, wollen wir noch einen weiteren Mittelfeldspieler holen? Immer noch sind die fertigen Scout-Berichte nicht da. Immer noch ein bisschen abwarten, heißt es da.
Und dann noch eventuell ein Nachwuchsstürmer. Waldschmidt, Platte. Platte wird sowieso nicht kommen, wegen den FC Schalke. Oder eben Della Fiore. Kleindienst würde auch erst im Winter gehen. Okay, warten wir da noch ein bisschen ab. Das Geld wird ja nicht schlecht. Es steht erstmal gut auf der Bank. Wir können es natürlich auch erst später ausgeben. So ist das ja nicht. So, zwei Tage weiter voran. Gucken kurz, ob noch was passiert ist auf dem Transfermarkt. Vegas wechselt, nicht Las Vegas, sondern der Spieler Vegas wechselt zu Juventus Turin. Mainz 05 sollte keine Probleme haben. Das werden wir natürlich alles im Verlaufe der Saison erfahren. Oh, wir sind jetzt schon am Donnerstag. Ein Tag vor dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und dem Hamburger SV. So, jetzt kommen auch noch ein paar Abschlussberichte zu Will Hinger zum Beispiel, der frisch zum FC Everton gewechselt ist. Na wunderbar. Gesamtstärke 73. Na, schade, da sind wir leider ein bisschen zu spät dran. Abschlussbericht zu Vincenzo Grifo. Dem Italiener vom SC Freiburg hat schon eine Gesamtstärke von 72. Gar nicht so verkehrt. Viel grüne Werte. Auch einer, den man sich im Winter eventuell angucken sollte. Wenn nicht sogar müsste. Könnte vielleicht auch mit Della Fiore gut harmonieren. Aber ich sagte es vorhin schon einmal. Eigentlich hatte ich gar nicht so viel vor, so viele Spieler zu kaufen. Aber da Zimmer und Schaub als auch Schlupp relativ günstig waren, gerade die beiden erstgenannten, haben wir noch sehr viel Geld zur Verfügung. So, dann Dan Donker. Gesamtstärke nur eine 71. Da hatte ich eigentlich mehr erwartet. Aber die Werte auch sehr ausgeglichen. Abschluss, Effet, Elfmeter ist ja nicht so gut, aber beim Rest sehr, sehr ausgeglichen. Wäre vielleicht auch noch eine Alternative. Wobei wir im Zentralmittelfeld eigentlich gut aufgestellt sind, da brauchen wir eigentlich keinen mehr. Ich gucke mir gleich nochmal unseren Kader an. So, dann haben wir Leroy Fair. Gesamtstärke 76, ja okay, den können wir uns dann sowieso gleich mal von der Fahne schreiben. Akbar Akpro vom FC Toulouse, Gesamtstärke 73. Boah, und schaut euch mal die Werte an, da ist schon mal alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich? Ja, Stärke 57, nicht so gut, aber der Rest auch sehr, hoppala, sehr, sehr ausgeglichen. Nur bei den Standards ist er jetzt auch nicht so der Experte, aber ansonsten gefällt mir auch Jean-Daniel Akpa Akpro sehr, sehr gut. Vor allem, weil ich Afrikaner, insbesondere Ivora, mag und vor allem auch flexible Spieler. Ah, das wäre auch eine gute Alternative zu Dendonka. Eigentlich sogar die bessere. Dann noch Abschlussbericht zu Moritz Leitner. Ebenfalls eine 73, hat aber mehr Gehalt. Der Mann vom BVB. Aber auch ein interessanter Mann. Und alle drei, wobei Dendonka war glaube ich nur 20, erst 20, Leitner ist 22 und Akbar Akpro ebenfalls 22, also alle noch sehr jung. Und wir haben schon ein Angebot bekommen für Lukas Klünter. Und zwar von Jeville Town. Spricht man die so aus? Ich weiß es nicht. Ein englischer Dritt- oder sogar Viertligist. Da hat er möglicherweise sogar Chancen ab und zu spielen. Deswegen nehmen wir das einfach mal direkt an. So, Spieler verliehen. Wunderbar. Klünter also auch schon mal für ein Jahr woanders untergebracht. Und KSC hat gesagt, immer noch inakzeptabel. Aber okay, wir nähern uns so hoffentlich langsam an. 650.000 für den guten Boubacar Berry. Das Kleingeld haben wir momentan ja auch zur Verfügung. So, wir nähern uns so langsam der 1,5-Stunden-Marke, deswegen möchte ich so langsam auch zum Ende kommen. Ich möchte nicht mehr so viele Parts mit Überlänge. Strohmann will nicht zu Norwich City. Kann ich gar nicht verstehen. So, ein Tag weiter, Abschlussbericht auch zu Tim Kleindienst. Übrigens auch ein klasse Name, kann ja nur von einem Ostdeutschen kommen. Tim Kleindienst. Gesamtstärke momentan nur 63, habe ich ein bisschen stärker eingeschätzt. Aber dennoch interessanter Mann.
Dann zu Moussa Konaté. Gesamtstärke 72. Okay. Aber Stürmer brauchen wir eigentlich auch nicht bei unserem 4-5-1-System. Ich wollte eigentlich nochmal eben in die Mannschaft schauen. Werde ich auch gleich tun, keine Sorge. Thomas Rosicki, Abschlussbericht, hat eine Gesamtstärke von 80. Und auch ein Marktwert von 10,5 Millionen Euro. Wer bitte würde so viel Geld für einen 34-Jährigen noch ausgeben? Ein bisschen unrealistisch. HSV sagt wieder zu wenig. Dann hat sich das Thema Gideon Jung auch schon erledigt. Und ich gucke nochmal kurz in die Mannschaft. So, 4-5-1. Gucken wir mal auf unsere Bank, was wir da so haben. Wir haben zwei Innenverteidiger. Wir haben für die rechte Abwehrseite und linke Abwehrseite jeweils einen, die auch im rechten und linken Mittelfeld spielen können. Als Alternative auf den beiden Außenbahnen haben wir auch noch Nagasaba. Für das zentrale defensive Mittelfeld haben wir noch Kevin Vogt und Yannick Gerhardt. Für die Zehnerposition, da könnte Osako noch spielen. Hosina in der Sturmspitze. Osako kann auch Mofaz im Sturm spielen. Und dann auch noch Bart Finne, ebenfalls für den Sturm oder für die beiden offensiven Außenbahnen. Eigentlich brauchen wir da, wenn Bart Finne im Kader bleibt, eigentlich keinen mehr, oder? Ich denke, wir sind so ganz gut aufgestellt. Barry jetzt noch als Nachwuchsmann dazu. Eigentlich wollte ich ja noch einen Abwehr-Nachwuchsmann dazu holen und einen Stürmer-Nachwuchsmann. Aber die müssen eventuell bis zur Winterpause dann warten. Aber ich denke, wir sind jetzt so ganz gut aufgestellt. Und wie gesagt, ich wollte ja eigentlich nicht so viele Transfers machen, damit der Kader noch einigermaßen aktuell zum Real-Life-Kader ist. Von daher gehen wir noch ein bisschen weiter. Fußball-Bundesliga! Freitag und Samstag die ersten Spiele. Und der KSC hat das Angebot endlich akzeptiert. 650.000 für den jungen Nachwuchsakteur Boubacar Berry. Er möchte 4.550 an Gehalt. Das ist mal eine krumme Summe. Die sollst du aber bekommen. Wir bieten dir sogar 4.750. Klingt ein bisschen runder. 4-Jahres-Vertrag. Rolle im Kader. Bei der Rolle im Kader künftiger Stammspieler habe ich immer das Problem, dass die Spieler nach zwei Saisons spätestens sagen, hey Trainer, du hast mir versprochen, ich werde künftiger Stammspieler, hast dich aber nicht dran gehalten. Ah, deswegen tue ich mich da mal ein bisschen schwer, diese Option zu wählen. Ah, sporadischer Spieler ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Ich probiere es mal einfach mit keiner Angabe. Mal gucken, was der gute Boubacar dazu sagt. Komm zu uns in die Fußball-Bundesliga, hoffentlich. So, und dann bin ich wirklich zufrieden erstmal. Wir gucken uns gleich die ersten Ergebnisse der Bundesliga noch zum Abschluss an. Vorher wollte ich noch mal kurz aufs Budget schauen. 5,7 Mille, 73.000 Gehaltsbudget. Damit können wir eigentlich noch was kaufen. Und dieser Elio Nussi lächelt mich ehrlich gesagt an. Ich weiß noch nicht, was ich tun soll. Soll ich das Geld für einen weiteren Spieler ausgeben? Ich würde sagen, wir schauen uns mal die ersten beiden Bundesligaspieltage an. In Stuttgart und zu Hause gegen Wolfsburg. Und je nachdem, wie es gelaufen ist, können wir uns ja dann vielleicht nochmal etwas nachbessern. Ich glaube, das klingt nach einem Plan, oder? Ich glaube, so machen wir das. So, aber jetzt gucken wir nochmal zum Abschluss auf die Begegnungen des ersten Spieltages. Und wir sehen, der FC Bayern ist der erste Tabellenführer der neuen Saison. Gewinnt gegen den HSV deutlich mit 3:0. Leverkusen, Hoffenheim trennen sich 1:1. Bremen unterliegt den FC Schalke 0:2. Darmstadt, der Aufsteiger gegen Hannover, ein sehr gutes 2:2. Ich glaube, das identische Ergebnis wie im Real Life. Dortmund gewinnt im Duell der beiden Borussen mit 1:0 gegen Gladbach, Augsburg schlägt Hertha 1:0 und Mainz 05 gewinnt gegen Ingolstadt mit 2:0. Zwei Sonntagspartien, wir sind zu Gast beim VfB Stuttgart, Saisoneröffnung im Schwabenland und der VfL Wolfsburg empfängt die Eintracht aus Frankfurt. Top-Torjäger können wir natürlich auch mal ganz kurz draufschauen. Nicht so viele Tore gefallen, De Blasi ist der einzelne Doppeltorschütze an diesem Spieltag. Altintop, Kiesling, Strohengel, Rosenthal, Erdinsch, Martinez, Marcelo,
Vidal, Reus, Lewandowski, Caissara, Höger und Volland haben getroffen. Vorlagen gab es nicht so viele. Keiner hat es zweimal geschafft. Strohengel, ein Tor, eine Vorlage. Sehr schönes Debüt für ihn in der Fußball-Bundesliga mit Darmstadt. Castro, Erdinç, ebenfalls ein Tor, eine Vorlage. Frei, Rausch. Das passt natürlich auch. Frei, Rausch und Esswein. Ach, schön. Also die drei Spieler, die passen ja wirklich sehr gut untereinander. Ach, schön. Costa ebenfalls und Jetwei. Und Bayer 04 Leverkusen ebenfalls mit einer Vorlage. Ein paar Keeper ohne Gegentor geblieben. Nur 13 gelbe Karten. Aber dafür 4 Platzverweise am ersten Spieltag. Auch daran hat sich an FIFA nichts geändert. Sehr viele Platzverweise pro Spieltag. Piszczek bei Dortmund, Matip bei Schalke, Langkamp bei Hertha und Brejeri beim FC Ingolstadt. Allesamt Verteidiger. Okay, deutscher Pokal wurde auch schon die erste Runde gespielt. Da können wir auch nochmal ganz kurz gucken, gegen wen wir in der zweiten DFB-Pokalrunde... Ah, hier sehen wir das nicht. Dann müssen wir zu den Begegnungen. Dann zum deutschen Pokal, zweite Runde. Gegen wen wir müssen? Wir müssen zu RB Leipzig, liebe Freunde. Ein heißes Duell erwartet uns da. Ich weiß, viele von euch mögen diesen Verein nicht so besonders. Ich ehrlich gesagt bin auch kein großer Sympathisant von diesem Verein. So, Klünter verliehen, genauso wie Castelletto. Von dem habe ich auch gar nicht mitbekommen, dass er mittlerweile beim FC Brügge spielt. Wurde direkt mal verliehen an Vitesse Arnheim, der ehemalige Spieler vom AJ Auxerre, der auch als großes Talent gilt und lange beim SV Darmstadt im letzten FIFA bei uns auf der Wunschliste stand. So, die ersten Verletzungen. Dennis Aogo fällt 7 Tage aus, genauso wie Thorgan Hazard. Hohe Erwartung an Dubitant Modest. Mal schauen, wie sich unsere Dubitanten, vor allem der neue Manager Daniel Dattel, beim nächsten Mal schlagen wird. Ah, ich bin schon etwas aufgeregt. Und viele Spieler mit einem Formtief. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich hoffe, dass wir da trotzdem irgendwie zu einem guten Spiel finden. So, haben wir noch irgendetwas abzuarbeiten? Ich glaube nicht. Denn jetzt geht es endlich los. Beziehungsweise natürlich erst beim nächsten Mal. Mit der Fußball-Bundesliga, liebe Freunde. Transferfenster ist zwar noch offen, aber den großen Teil haben wir jetzt abgearbeitet. Vielleicht kommen noch ein, zwei kleinere Transfers zustande, aber ansonsten sind wir durch und wir können uns jetzt mit dem neuen Kader voll und ganz auf den Fußball konzentrieren. Beim nächsten Mal geht es endlich los. Erste Fußball-Bundesliga, Spieltag Nummer 1. Wir sind zu Gast bei Daniel Ginczek und beim VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz Arena. Und wie wir uns da schlagen, das erfahrt ihr, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal bei Let's Play FIFA 16. Karrieremodus mit den Geistböcken vom 1. FC Köln. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.